In den 50er Jahren hatten die Filmhelden vorwiegend in Kornfeldern miteinander Geschlechtsverkehr. Da Kornfelder die Jugend und eine neue Art des Lebens symbolisierte, die nur auf junge Helden wartete. Und der Wind strich durch die Ähren und am Horizont ging die Sonne unter und den Frauen schwollen die Brüste. In den 60er Jahren hatten Filmhelden in Dünen am Meeresstrand Geschlechtsverkehr, weil es romantisch war. Und der Sand klebte ihnen an der Haut und man sah ihre nackten Hintern. Und über dem Wasser wallte der Dunst. In den 60er Jahren entstanden die ersten pornografischen Filme, in denen man fast ständig und an beliebigen Plätzen kopulierte. Und in Magazinen für junge Mädchen erklärten erfahrene Redakteurinnen, wie man Fellatio richtig durchführe und so weiter. Und in Magazinen für junge Burschen erklärten erfahrene Redakteure, wie man eine vorzeitige Ejakulation vermeidet und wie man unauffällig ein Präservativ überstreift. Und Werbeagenturen erdachten Reklamen für Präservative und überlegten, wie man am besten junges Publikum anspricht. Und eine Agentur dachte sich Werbesujets aus, in denen diverse Märchengestalten miteinander kopulierten. Schneewittchen und Aschenbrödel und Prinz Esel und Scheherazade. Auch in künstlerischen Filmen kopulierte man immer mehr, aber Kritiker sagten, dies sei etwas anderes, da es nicht um den Geschlechtsverkehr als solchen gehe, sondern um den Abbildcharakter. Und wenn man in irgendeinem künstlerischen Film zu viel kopulierte, sagten sie, dass dieser Streifen unseren entomologischen Zugang zur Liebe verdeutliche. Und dies sei schon richtig so, weil wir auf diese Weise besser über die Rolle des Geschlechtsverkehrs nicht nur im anthropologischen, kulturellen oder politischen Kontext, sondern auch im menschlichen Leben nachdenken könnten. In den 70er Jahren kopulierten die Filmhelden vor allem in Autos. Da dies originell war und das Leben ständig schneller wurde und junge Zuschauer, die kein Auto hatten, konnten sich so vorstellen, was das Leben noch bringen würde. Und die Männer lagen immer öfter unten und die Frauen saßen auf ihnen, weil sie sich ja emanzipierten. Und in den 80er Jahren erfand man den Telefonsex. Und die Männer riefen verschiedenen Nummern an, wo ihnen die Frauen in den Hörer flüsterten: Ich werde feucht oder stoß ihn ganz tief rein oder lässt du mich kosten und so weiter.